Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spaß mit Flaschen. Ich habe heute Jan bei mir zu Moin. Gast. Grüß Was dich. Geht? Hi. Ja. Es ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem holden Duft, Duft, Duft. Nochmal, weil es so schön war. Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem holden Duft, Duft, Duft. Wir schnacken heute über Berliner Luft. Genau, ja. Cool, oder? Cooles Ding. Spaß mit Flaschen. Ja, auf jeden Fall. Also Berliner Luft ist ja jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Ich glaube, seit 2015 gibt es das generell zu kaufen und ist quasi eine Eigenmarke von der Manufaktur Schilkin. Okay. Und ja, es ist halt ein stylisches Szenegetränk, kommt halt direkt aus der Hauptstadt, aus Berlin. Und wenn wir uns jetzt mal, wir können uns einfach mal die Etikette der Flasche gleich mal anschauen, von dem Originalprodukt. Sorry, dass ich ihn mir direkt geschnappt habe. Ich habe ein bisschen Durst mitgebracht heute und habe gedacht, ich gebe uns schon mal einen Lünn ein. Genau, einen Lünn, aber bitte. Und dann kannst du dir die Flasche schnappen und kannst was zum Etikett sagen. Ja, auf jeden Fall. Sei frei. Also hier hinten sehen wir halt drauf, da steht, so mit ihrem holden Duft, 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 wo nur selten was verpufft, puff, pufft, in dem Duft, Duft, Duft. Könnte euch bekannt vorkommen. Dieser Luft, 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 das ist die Berliner Luft. So, letzten Endes ist das quasi ein Auszug eines Operettenlieds von Paul Linke aus dem Jahre 1900 geschrieben. Ja. Und da können wir halt schon sehen, dass, wenn dieser Auszug auf dem Etikett steht, dass man hier versucht hat, Moderne und Tradition so ein bisschen den Bogen dazu zu spannen. Okay. Und auch also diese Berliner Luft quasi einzufangen. Denn dieses Lied, das damals geschrieben wurde im 19. Jahrhundert, es geht quasi darum, wie Berlin als Stadt dann sich entwickelt hat. Also es war sehr freizügig nicht, aber vor allem war das ein Symbol der Freiheit damals. Also es gab keine andere deutsche Stadt, wo es so gut möglich war, auszugehen oder halt so einfach diesen Freiheitslebensstil zu leben. Und dementsprechend wurde dieses Lied aufgesetzt. Okay. Und ja, das hat Schilkin eigentlich ganz clever gemacht, jetzt da den Bogen zu spannen zur genau, und dann einfach so Traditionen mit Moderne zu verbinden. Und ja, das werbewirksam funktioniert das. Und den Song habt ihr ja am Anfang gehört, ich habe ihn kurz eingespielt. Im Menü unten verlinke ich auch das komplette, also den kompletten Song. Ja, gibt's cool. Ja, hier auf YouTube. Könnt ihr euch da mal reinziehen, wenn ihr gerade Berliner Luft trinkt. Lasst uns schon mal kurz einen Schluck nehmen, dann können wir danach auch noch weiter schnacken. Nur, klar. Wie gesagt, ich wollte gerne noch mal einen nachgießen. Haben wir ein bisschen Durst mitgebracht. Prost. Prost. Ja, super geil. Jo, schmeckt echt ganz gut, ne? Wissen wir aber auch, wozu es gehört. Also Gattung Pfefferminzlikör so. Also großer Vertreter Pfeffi oder hier Nordäuser Goldene Aue Zeugs, Pfefferminz Zeugs. Ist ja so ein Standard-Ostgetränk, ne? Kennt man irgendwie dann doch, wenn man schon mal im Osten war, da gibt es das irgendwie für 3 Euro so eine Flasche am Kiosk. Ja. Ne? Hier sind wir jetzt quasi im Hochpreissegment sozusagen, der Pfeffi ist angekommen. Ich nenne es jetzt einfach mal Pfeffi, obwohl das ja eigentlich ein Markenname ist, aber. Im Grunde ist es ja so ein Pfefferminzzeugs. Weißt du, was das kostet, so die Flasche? Keine Ahnung, aber ich glaube so knapp 10 über 10 Euro, ne? Ja, ist genau. Das so, cool. Ist das so angesiedelt. Also variiert natürlich auch, wo man es gerade besorgt. In Berlin ist es wahrscheinlich günstiger. Ich packe euch auch unten hin, wo man das irgendwie suchen kann und finden kann. Unten in die Beschreibungsbox. Also ich fand ihn jetzt schon mal ganz geil. Auf jeden Fall. Und das ist ja quasi so der, womit sie angefangen haben. Und jetzt sind so ein paar Ergänzungen dazu gekommen dieses Jahr quasi neu, ne? Ja, richtig. Was haben wir denn da? Erzähl mal ein bisschen was. Ich gebe nur mal einen ein, damit wir gleich mal Okay, mach das. Wir haben hier auf jeden Fall den Berliner Luft Strong. Der hat halt 40%. Also es schmeckt eigentlich genauso wie das Originalprodukt, aber ist halt einfach, was der Alkoholgehalt angeht, einfach hochprozentiger. Ja. Und deswegen halt auch sehr gut geeignet für Cocktails. Also hier nochmal für die Kamera Berliner Strong. Mhm. Berliner Luft Strong. Für Cocktails gut geeignet. Zum okay, Beispiel cool. Könnte man da ein Berliner Luft Mojito draus mixen. Da braucht ihr, glaube ich, Sodawasser, Minzblätter und Limettensaft für und noch ein paar andere wahrscheinlich also noch irgendwie Kleinigkeiten. So, ne? Genau. Ja. Das könnte man vielleicht auch unter den YouTube-Kanal dann einfach klar, nochmal in die da Kommis posten. Das Ding rein. Und aber den kann man natürlich variabel gestalten. Also man kann jetzt auch das Originalprodukt einfach nehmen, wenn man es nicht so hart möchte. Und dann,
einfach ja, cool. sich einen leckeren Cocktail daraus mixen. Cool, das hätte ich gar nicht gedacht, weil so also Berliner Luft kenne ich halt wirklich nur so als, man trinkt das irgendwie pur. Ja. Und irgendwer hat es auf einer Party mit und es ist halt so das perfekte Getränk, um danach noch in den Club zu gehen, weil man riecht danach wieder hervorragend. Also ja, zumindest aus dem Mund. Ne? Also es hilft jetzt nicht, wenn man nicht geduscht hat oder so, aber... Sprichst du aus Erfahrung, ja? Ja, klar, natürlich, natürlich. So, ja, lass uns hier nochmal zu Ihnen trinken, dann schnacken wir über die anderen zwei Produkte. Jo, gerne. Prost. Soll ja auch zu was führen. Ja, und dann haben wir hier halt eben irgendwie so Geschmacksrichtung, ne? Ist auch komplett neu. Jo, genau. Ich fange einfach mal mit Orange an. Das ist halt, steht hier halt auch, oder doch vorne auch, Berliner Luft, Orange neu. Also, ja. Weil neu im Sortiment. Und ja, da wird einfach versucht, mit Pfefferminz, den Geschmack Pfefferminz und Orange einfach zu kombinieren. Ja. Da könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass ich habe da leider keine Rezepte zu gefunden, ob man da irgendwie einen geilen Cocktail draus machen kann. Wahrscheinlich ist der pur auch schon überzeugend genug. Wahrscheinlich schon, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da irgendwie mal, vielleicht habt ihr da irgendwie Ideen und könnt das auch wieder bei uns irgendwie posten. Wenn genau, ihr wenn ihr irgendwie schon Erfahrung habt mit dem Schnaps, dann... Ballert in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden, der uns was mitteilt und coole Sachen sagt. Ja, aber Orange ist natürlich auch perfekt für mehr so die Sommerzeit. Also ein lauwarmer Sommerabend, da kann man sich den halt immer ganz gönnen. Ne? Und dann kommen wir jetzt quasi zum Winter-Herbst, meinst du, ne? Oder genau, was richtig. Du damit jetzt genau. Überleitungstechnisch hervorragend, der Junge. Überleitungstechnisch haben wir hier den Berliner Luft Schoko. Und ja, ich glaube, das ist einfach, wer diese Schokoladen-Pfefferminz-Kombination kennt, also auch einfach als Süßigkeit, das ist, glaube ich, eine ganz geile Geschmackskombination. Jetzt auch zu Weihnachten, also ich kenne zum Beispiel diese Pfefferminz-Drops immer von früher, die man immer in so kleinen Plastiktütchen gehabt hat. Ja. Und weiß nicht, ich glaube, wenn das als Süßigkeit gut ankommt, müsste das ja als Getränk auch immer laufen. Wollte ich gerade sagen. Da spricht ja nicht viel gegen dann, ne? Ja, grundsätzlich könnte ich mir auch gut vorstellen, also das stand jetzt auch nicht bei der Gebrauchsanweisung mit dabei, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht, wenn man den erhitzt oder so, hat man vielleicht auch eine ganz geile heiße Schokolade, so. Könnte passieren, und, ja. Ja, das würde ich halt einfach mal ausprobieren. Ja. Und genau. Auf jeden Fall auch eine ganz gute Alternative zu dem Originalprodukt. Ja, mit Sicherheit. Also, vor allem jetzt... Im Winter ne, auch ideal so als Weihnachtsgeschenk einfach. Klar, also nicht nur für Berliner selbst, sondern vielleicht auch für in Berlin Verliebte oder halt eben Leute, die da schon getrunken haben und sagen, boah, Berliner Luft, das war ja mega nice. Ja. Ich finde es super cool, weil das ist halt so ein geiles Getränk, guter Shot, der vielen schmeckt eben, also nicht so überfordernd wie manche irgendwie, keine Ahnung, grüne oder rote, wo man halt irgendwie nach ein paar Jahren dann sagt so, Alter, das ist euges Jahr ultra widerlich. Ja. Ist das halt irgendwie was jetzt gerade echt cool da ist. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwo auf eine Shot-Party komme und es gibt Berliner Luft oder eben Vergleichbares. Ja. Und das ist immer schön. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das, was ich vorhin gesagt hatte mit diesem, also man will sich vergnügen in Berlin. Also das ist ja so der Hintergrund, dass sie dann dieses Produkt rausgebracht haben. Wenn man 10 Euro dafür zahlen müsste, dann ist es halt auch noch was Preis-Leistungs- Verhältnis angeht, auch immer noch machbar. Ne? Also da wieder dieser Bogen gespannt zu diesem günstigen Vergnügen in Berlin. Zu diesem das ist jetzt mit Sicherheit nicht die teuerste Spirituose der Welt. So. Also das ist halt ja für seine Klasse vielleicht ein bisschen teurer, aber ist halt ein Top-Produkt und kann man super trinken. Und das werden wir jetzt nochmal tun. Euch danken, dass ihr zugeschaltet habt. Schönes, schönen Tag, schönen Montagabend oder wann auch immer ihr das jetzt guckt. wünsche ich euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Spaß mit Flaschen. Vielleicht wieder mit Jan. Jo, haut rein. Spaß mit Flaschen, Spaß mit Flaschen, wow.